Wir sehen, dass wir in einer Welt leben, die immer mehr zusammenwächst. Aber das führt auch dazu, dass Menschen sich fragen, wie können wir als Politik eigentlich das Sicherheitsversprechen garantieren, das wir den Menschen gegeben haben. Und deswegen wollen wir ganz konkrete Antworten finden darauf, wie arbeiten wir in der Außen- und Sicherheitspolitik zusammen, wie vernetzen wir auch Sicherheitsbehörden und wie garantieren wir, dass Deutschland seinen Einfluss in der Welt behält, im Zuge auch der Stärkung der Europäischen Union. Und daran soll der Bundesfachausschuss arbeiten. Ich glaube, der Bundesfachausschuss muss zweierlei leisten. Erstens muss er die Diskussion führen, wie wir im Bündnis gesehen werden, welche Erwartung andere Mitgliedstaaten an uns haben. Und zweitens muss der Bundesfachausschuss den Kontakt zur Bundeswehr suchen. Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz sind, die wahrgenommen werden wollen, die ihre Bedürfnisse haben, die wertgeschätzt werden wollen für einen Dienst, den niemand so leistet wie Sie. Sie setzen Leib und Leben für unsere Sicherheit ein und das müssen wir würdigen. Was das Herausragende dieses Bundesfachausschusses ist, dass er zeigt, dass wir äußere, also Außenpolitik, Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik eigentlich zusammendenken müssen. Ganz bewusst, weil jeder hat seine Instrumente und trotzdem, wenn wir draußen unterwegs sind, gibt es viele Dinge, in denen wir zusammenwirken. Und nur in diesem Zusammenwirken sieht man dann auch, wie wir als Bundesrepublik Deutschland dort insgesamt auch zusammenarbeiten. Beispiele wie Afghanistan, wo wir viel Erfahrung gesammelt haben im Zusammenwirken. Beispiele wie heute der Mali-Einsatz, wo es schon eine enge Abstimmung der unterschiedlichen Dinge, vor allen Dingen vor Ort der Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort arbeiten, gibt, sind, glaube ich, gute Beispiele dafür, dass wir eben gerade, dass wir alles zusammennehmen, genau den richtigen Ansatz wählen.